Ho, ho, ho! Herzlich willkommen zurück zu Empyreo Galactic Survival mit dem Wellcry. Moin, moin. Ja, und an dieser Stelle schöne Weihnachten an alle. Ja, frohe Weihnachten. Genau, dir auch, mein Lieber. Kaiserliche Geschenke und eine schöne Zeit. Und ja, wir haben uns heute was Besonderes ausgedacht, weil ja heute Weihnachten ist. Wir fliegen jetzt in den Schnee. Wir fliegen in den Schnee, genau. Juhu. Und ich beneide dich so um deine... Der Mann, das sieht er ja bei mir nicht. Der müsste mal unbedingt bei Ihnen raufgucken. Der trägt wirklich eine Weihnachtsmütze. Ja. Mit Webcam. Ist ja Weihnachten. Super. Ich trinke ein Getränk von dieser Firma, die den Weihnachtsmann erfunden hat. Hat sie nicht. Ich glaube, das ist ein Gerücht. Meinst du? Ich meine, ich habe mal was darüber gelesen. Okay. Ich weiß es aber nicht genau. Nein, nein, sie hat ihn... Nein, sie haben ihn nicht. Die haben ihn... Nur neu modelliert, quasi. Ja. Ich glaube, das war's. Also ich glaube, die Idee einer Person, die zur Weihnacht irgendwie, da war schon, die Grundlage war schon lange da, glaube ich. Aber sie haben es irgendwie neu modelliert oder ins Neue gezogen oder sowas. Das kann durchaus sein, ja. Da müsste man mal bei Wikipedia gucken. Das ist schon weit weg. So, Schnee, wo bist du? Genau, Schnee, wo bist du? Ich sehe ihn gar nicht. Er ist getaut. Er ist weggeschmolzen. Nein. Nee, guck mich. Ich sehe auch das Asteroidenfeld nicht. Das ist auch getaut. Alles weg. Das liegt wahrscheinlich auf der anderen Seite vom Planeten. Ja, das glaube ich auch. Da ist er. Hinterm Asteroidenfeld. Gleich links. Ich habe doch gesagt, was oder an, rechts. Was an, ich finde das Asteroidenfeld nicht rasseln, ich weiß nicht, okay, ich sehe ihn jetzt auch. Oh Gott, Rentier auf 13 Uhr. Oh, fuck. Nicht schießen. Schieß ab, boom, weg ist es. Ja, wir sind jetzt die Geschenkebringer hier, wir haben ganz viele tolle Geschenke dabei. Ja, wir haben ja gesagt, entweder Hover-Wessel oder zweite Basis. Außenposten. Und was würde sich denn an Weihnachten mehr anbieten, als ein kleines Häuschen zu bauen? Genau. Also wahrscheinlich viele Dinge, aber wir haben gesagt, wir bauen ein kleines Häuschen. Ja. Weihnachtsessen ist auch schon vorbei, von daher, wir sind gut gefüllt. Es gab heute Salami und Fleischkonserven. Ja, ich wollte sagen, du bist ja Optimist, dass du Weihnachten was zu essen kriegst. Brate ich mir selber die Gans. Es wird eh wieder Kartoffelsalat und Würstchen geben, wie immer an Weihnachten. Mhm. Nee, wir machen immer Raclette, komischerweise, ich weiß auch nicht. Was man sonst an Silvester macht, machen wir an Weihnachten. Ah. Ja, Raclette dann gibt's, ist ja auch nett. Morgen gibt's dann Rouladen und übermorgen, weiß ich gar nicht. Es wird auf jeden Fall wieder viel gegessen und ja. Ja, Rouladen gibt's auch häufig und Ente halt eigentlich. Ente, 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 Ente. So geil. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir die Alien Space Station da oben weggeknallt haben, kommen, glaube ich, auch keine Drohnen mehr, ne? Also, glaube ich jetzt. Jetzt kam mir ein schlechtes Gewissen. Naja, können wir mal in Ruhe Asteroiden abbauen, ohne da irgendwie Stress zu haben. Kann es sein, dass es noch unheimlich lange dauert, bis wir da sind? Er zeigt mir immer noch die Entfernung zu Aqua an. Das gefällt mir jetzt doch. 4 Kilometer habe ich. Immer noch die Entfernung zu Aqua an. Jetzt habe ich die Entfernung zu Ningis. Ja, du bist schon ein paar Meter vor mir. Dann wollen wir noch mal gucken, wo wir da landen. Müssen wir uns einen schönen Spot aussuchen, wo möglichst viele Erze sind. Ach, hab so eine schöne gerade Fläche. Was ist das mit den grünen Flecken da rechts? Wasser, meine ich. Ich glaube, das ist getautes Wasser. Ja, wäre das vielleicht nicht so schlecht, wenn wir da in die Richtung würden? Ja. Eintritt. So, was haben wir denn? Neodymium ist schon mal hier, okay. Und da ist Erestrum. Ich meine, genau, das zu den Ärzten hinfliegen können wir ja nun auch. Ne? Die müssen ja nicht unbedingt in der Nähe sein. Das können wir machen, ja. Also. Da ist schon irgendeine Alien-Base. Irgendwas ist da. Achso, nee, da sollten wir vielleicht nicht bauen, dann? Nee, bauen nicht, aber wissen wir mal. Wir müssen den Bau natürlich auch in dieser Folge fertig kriegen. Ne? Das schaffen wir. Ja, nämlich, wenn du jetzt anfängst, dich mit den Basen da zu beschäftigen. Da vorne ist auch noch eine Alien-Base in der Richtung. Also hier ist eine schöne Ebene. Ja. Gerade.
Ich komme mal kurz aus dem Flakfeuer wieder raus hier und dann gucken wir mal, was wir schon alles erforscht haben. Was baut er denn hier auf? Hier sind so ganz kleine Nupsis vor mir. Wir haben noch nicht viel entdeckt. Neodymium, Iron haben wir. Ach du mal. Scheiße! Was ist das, denn jetzt? Hier sind 200 Drohnen. 200? Komm mal zu mir. Ja, komme. Wie mache ich Screenshots nochmal? F9, F7? Nee, ach, F9, F12. Ne? Ja, F9. Wir sind nur Drohnen. Wie geil ist das denn? Ja, aber hier nicht bauen. Warte, das muss ich auch mal eben festhalten, aber die machen ja nichts, ne? Wie geil ist denn das? Kann man landen? Die machen, ich glaube, die sind harmlos. Also, wenn die nicht harmlos sind, ne, dann... Nee, dann die sind nicht harmlos. Die schießen. Überraschung! Ja. Das haben wir euch vorbereitet. Genau, ein Weihnachtsbaum. Ja, genau. Das ist echt... Eigentlich wollte ich ja als Thumbnail das Haus nehmen, aber... Also... Sollen wir die alle abknallen? Sollen wir einfach mal gucken, was passiert? Also können wir mal zu Fuß wiederkommen, oder? Oder wollen wir mal reinschießen? Wir schießen mal rein, ne? Oder? Aber ich steig mal aus und guck mal, ob ich hier noch ein schöneres Screenshot hinkriege. Ja, das würde ich auch gerne. Warte. Weil die UI vom Flugzeug stört halt ein bisschen, ne? Ja, genau. Ach du Scheiße, hast du dieses bedrohliche Summen? Ja, oh, die schießen. Ja, ja, ja. Gut, dass wir hinter dem Hügel geparkt haben. Okay, Screenshots sind drin. Krass. Ist das gut? Ja, ich würde mal sagen, ne, also wenn wir... Ja, aber komm, wir sollten eigentlich, machen wir in der nächsten Folge sonst machen, aber heute ist Weihnachten und wir wollten ein Haus bauen. Was meinst du? Ein Schuss. Ja, nur ein Schuss. Aber nur ein Schuss. Aber, okay, ein Schuss. Einmal. Und dann fliegen sie alle los, ne? Weißt du, was das an Materialien ist, was hier rumliegt? Ja, genau. Deshalb machen wir das auch in einer anderen Folge. Komm, lass uns los. Ja. Wir müssen... Tschüss. Du möchtest keinen 200er Knödel-Sonden hinter dir haben. Nee. Aber richtig gut. Eisenerz. Promethium, direkt neben dem Eisenerz. Ja, aber auch neben den Drohnen. Such woanders. Ja. Mann. Such woanders. Ja. Oh, hier unten ist eine schöne Ebene. Hier könnte man mal gucken, ob man... hier ist auch das Promethium-Erzlager. Ich komme. Obwohl, vielleicht noch etwas über diesen Hügel. Also gar nicht hier unten im Tal, sondern... ach, hier kommt eine Wand. Das war ja klar. Immer wenn es schön wird, kommt eine Wand. Gucken wir mal nach Süden. Oder was hältst du von der Fläche da hinter uns? Nö, ja. Ja, nee. Da kriegen wir bestimmt noch schönere. Ich gehe mal so ein bisschen rechts von dir, damit wir hier möglichst viel... Rechts ist... rechts links von mir ist die Wand, ja. Ich habe das manchmal mit links, rechts. Aber wie gesagt, gut, wir müssen die Folge ein bisschen länger machen, aber 8 Minuten haben wir schon um. Und wir müssen einen 7x7 großen Block bauen. Das schaffen wir. Ja, hier auf dem Hügel steht auch schon wieder irgendwas. Drohnenbasis. Boah, okay, weg hier. Warum zeige ich denn nicht an, dass ich die entdeckt habe? Ach, da heben auch schon welche ab. Hier unten ist eine große Basis. Mhm. Das ist alles besetzt, ne? Kobalt. Das ist alles besetzt hier. Ach, die Raffinerie war ja, glaube ich, nicht so raffiniert, ne? Hast du geschossen, oder? Ja, ja, ich habe hier mal so einen Vorbeiflug. Die Drohne gekitzelt. Promethium ist hier. Oh, hier ist Promethium und Silizium und eine Drohne ist hier. Oh. Ist sie weg? Jetzt! Nee, immer noch nicht. Na, hart im Nehmen, was? Die war hartnäckig, ja. Okay, pass auf, hier kommt eine Fläche. Was hältst du davon, wenn wir uns hier einfach so... Ja, das sieht gut aus. Mal gucken, nicht, dass hier auf dem Berg irgendwas steht. Nee. Ich würde sagen, Krater einmal ab. Hier ist super, würde ich sagen.
Ja, sieht gut aus. Ich fliege einmal zum Rand hier, ohne das Wand. Ah, da ist ja, okay. Gut, dann drehen wir. Aber ansonsten will ich auch sagen, hier ist gut. Sieht gut aus. Gut, die Drohnenbasis ist nicht so weit weg, ne? Aber okay, dann landen wir doch hier, ne? Ja, dann bauen wir uns schön was aufs Dach drauf. Ja, das müssen wir. Hast du was mitgenommen, oder? Ich habe was mitgenommen, ja. Ah, okay, super. Zweimal Flakgeschütze. So, Sauerstoff hätte ich sonst auch mit. Super. Was sind denn das hier? Bäume? Ach, Barfußpilz. Barfußpilz. Pixie-Stiebelbündel, was ist denn das? Pixie-Stiebelbündel, aha. Einfach direkt hier hin oder hast du da einen bevorzugten? Nee, ne? Nee, das ist... Ach, hast du den Base-Data rausgenommen? Ja. Oh, Schwein gehabt, der dann sitzt da hier hin. Da steht er. Ey, so, den habe ich, hab ihn noch gebaut, ne? Aber den habe ich vergessen. Okay, drei, warte mal. Vier... 5, 6 und 7, warte mal, Sekunde, 3. Sieht gut aus. Wenn das 3 ist, dann brauchen wir, ich will den ja den Core in der Mitte haben, ne? 4, 5, 6. 7. Der war doch 3x3, ne? Der ganze, das ganze Innenleben war 3x3. Das war 3x3, ja. Sieht gut aus. So, das müsste, wenn du mal raufgehst. Soll. Ich habe jetzt eins zu viel in den Rang gesetzt, ne? Mhm. Ja. Und hier auf der anderen Seite müsste noch vervollständigt werden. Ach, da ist noch Loch. Okay, alles klar. Eine, der zu viel ist, nehme ich mal weg. Ja, das wäre nett. Ah, wir können direkt von hier schön mit Artillerie die Drohnenbasis unter Beschuss nehmen. Beziehungsweise wissen wir jetzt schon, wo die Drohnen herkommen. Okay, wollen wir Fenster bauen wir nach, ne? Oder hast du Fenster mit? Ich würde erstmal den Rahmen mitmachen. Ich habe 18 Fenster dabei. Was ist denn Rahmen? Da ist die Frage, wie viele Fenster wir reinhaben wollen. Na, pass auf, dann machen wir das so. Vorne kommt ja eine Tür rein hier. Willst du Fenster neben die Tür haben oder nicht? So wie in der anderen? Ja, können wir machen, oder? Aber das ist ja gut, hier ist der. Willst du hier durchgängig Fenster haben oder? Moment, das stimmt doch nicht. Warum hast du die Blöcke jetzt abgebaut wieder, die ich da gesetzt habe? Weil der hier mitten im Raum stand. Also, der stand hier. Echt? Hier und hier, ja. Ach, das sollte er nicht. So sollten die eigentlich sein. Genau, so ist schön. Genau. Okay, das habe ich nicht gesehen. Es ist dunkel hier. Warte mal, ich glaube, ich habe noch eine Arbeitsleuchte mit. Du. Wir haben Besuch. Was? Arbeitsleuchten habe ich auch dabei. Stelle ich mal eben auf. Wie, wir haben Besuch? Da kommt jemand geflogen. Och, die Ratte. Ja, aber... Die fliegt vorbei. Aber nicht lange. Wahrscheinlich nicht. Du musst uns doch sehen, oder? So, Fenster machen wir eins hoch oder höher? Eins hoch, ne? Kann ich jetzt nicht sehen. Eins reicht, ja. Eins reicht. Drei, vier, fünf. Sechs, du könntest dich ja schon mal um die Inneneinrichtung kümmern. Ja, ich habe ein Fenster gesetzt. Und genau, ich würde jetzt einfach sicherheitshalber, würde ich die ganzen Tanks versenken im Boden. Ja. Beziehungsweise hier unten jetzt einfach nochmal kurz ein kleines falsches Werkzeug. Da bräuchte ich gleich mal bitte ein paar Blöcke noch, so 20 normale Blöcke. Ja, klar, kann ich dir geben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
27. Oh, jetzt werden es nur 19. Moment. Ablegen. Muss mal gucken, ob ich da wieder hochkomme. Oh, oh, oh. Ich bin sogar rausgefallen. Haben wir jetzt irgendwo Platz für eine Tür oder hast du komplett zugemacht? Hier vorne ist eine Tür drin. Okay. So, jetzt bitte nicht wieder. Ah, der hat hier geringere Schwerkraft, kann das sein noch? Ein bisschen, ja, ich glaube. Ach nee, die Decke muss noch eine höher, ne? Oh, Level 20 erreicht. Sehr interessant. Jawohl, GZ. Hier ist noch ein Loch drin gewesen. Treibstofftanks, okay. So, und dann kann ab hier die Decke dann rein, ne? Ja, zwei hoch, ne? Und dann die Decke, ne? Oder? Warte mal, ich setze genau. Mal eben einen Testblock an die Decke, ja, ne? So denkst zwei du das hoch auch, an die Decke, ne? Sollte passen. Oder? Wenn du mal hochguckst. Ja. Guck schnell, so habe ich alles ja, gesetzt. Ja, super, super, passt. So, und dann machen wir noch einen zweiten Stock oben drauf, haben wir gesagt, ne? Ja. Dann mache ich jetzt auch erstmal, lasse ich keine Luft verfenstern gerade. Also das kann man dann sonst nochmal machen, aber dann müssen wir halt ein paar Blöcke rausschlagen. Genau, das eilt gerade nicht. Ups. Na, falsch gebaut. Hier hängt wieder ein Block über. Nein, 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 ich will nicht fallen. Nein, nein, oh, Schande. Was machst du denn da? Das Jetpack, das funktioniert zu gut. Ach so. Jetzt finde ich die Tür schon wieder nicht mehr. Ach, da ist sie, okay. Verdammt. Wie komme ich jetzt wie hoch? Ich bin rausgefallen. Wir brauchen noch ein Loch in den ersten Stock. Hattest du nicht einen Fahrstuhl? Ich habe Fahrstuhl, ja. Willst du mal einen einbauen hier? Ja, mache ich sofort. In irgendeine Ecke oder? Ja, am besten in eine Ecke, ne? Ja. Ecke ist immer gut. Mal so einen Block hier. Vorne links von der Eingangstür. Da schlage ich mal einen Block raus. Wenn du da einen bauen könntest, wäre das super. Kommst du? So. Sollte ich schaffen. So, das sitzt und den letzten Treibstofftank noch hier unten rein. Und dann. Der Keller ist noch nicht schön, aber. Wo bist du denn? Ach, da ist das Loch. Okay. Genau, da bauen wir noch eine Tür oder eine kleine Treppe rein. Fahrstuhl. Ups. Da in die Ecke hier. Und hör auf, immer zu verrecken hier mit deinem Helm. Die hier, ne? Ja. Du machst immer dieses. Ich glaube, du brauchst das, ne? Oder? Ja. Warum fliegst du da jetzt hoch? Aha. Ach, musst du da hochfliegen, um den zu bauen? Nee, musst du nicht, aber. Da fehlt jetzt aber einer noch. So. Tada. Na, die Drohne ist mal schön an uns vorbeigejuckelt hier. Ja. Merkwürdig. Sehr brav. Hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich sagen. So. Cool. Okay, die Tür ist erstmal als Platzhalter zu sehen. Das ist noch nicht das finale Design. Oh, shit. Ich glaube, wir haben. Bei mir hat sich die Wand vor mir aufgelöst, die ich gerade gebaut habe. Und, was? Jetzt ist sie aber, glaube ich, wieder da. Na, beim wenn du versuchst, einen Block zu setzen an der Stelle, wo du stehst, dann kann es sein, dass das Spiel sagt, was machst du denn da? Und soll ich die Gerätschaften hier oben reinbauen, sodass da Geräteraum werden? Also ich würde sagen, Sauerstoffstation und Erste-Hilfe-Station unten hin, in die Ecken jeweils. Ja. Und dann bauen wir oben Konstruktor hin und Küche und Kühlschrank und das ganze Gedönse. Ach, meinst du, ja? Würde ich jetzt mal so als Vorschlag. Kann man machen. Letztendlich ist es ja. Oder bauen wir da unser Wohnzimmer rein? Ob wir da jemals zu kommen, das zu nutzen? Generator.
Den Generator pflanze ich auch noch hier unten mit rein. So, hier hinten muss ich noch eben zwei Blöcke abbauen und hier war irgendwas zu viel, genau da. Und der muss weg. Ah, no. Passt. So, super. Hast du noch ein paar Blöcke über? Dann würde ich den Keller noch ein bisschen weiter ausbauen. Ja, wenn ich Ich den muss aber, Eingang jetzt wieder ich finde, komme. da ist er. Ich habe jetzt noch 36 Achso. Blöcke über und wir haben noch Schrägen, aber die brauchst du ja auch nicht, ne? Nee, schrägen unten nicht. Nee, ich mache einfach So, nur. dann gebe ich dir mal die 35 Blöcke. Merci. Und. Ach, der Generator steht im Keller, ne? Noch nicht. Der wird gleich im Keller stehen. Soll ich das Haus schon mal lackieren, so ein bisschen? Ja, gerne. Moment, hier stimmt doch aber was nicht. Eigentlich sollte, ich meine, das ist jetzt nicht schlimm, aber eigentlich sollte das Ding quadratisch sein. Das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, eigentlich ist es doch 7 mal 7 Block. Sieht jetzt aber nicht nach einem Würfel aus, sieht mehr nach einem Quader aus. Okay. Finde ich. 7 mal 7 müsste aber Würfel sein. Man kann in den Keller gucken von außen. Das finde ich total Ja, das unangebracht. wird noch. Ja, ich weiß, das wird noch geändert. Wie im Spiel oder von dir? Nee, von mir. Wie willst du denn das Ich ändern? schiebe gleich noch ein bisschen Schnee rein. Mit dem Einebnungswerkzeug, was ich natürlich dabei habe. Du, ich habe eins dabei. Ach super, perfekt. Ich habe eins dabei und zwei Aufladungen. Ich hoffe, die reichen. Oh, Schneeschippen hier. Soll ich dir runterbringen oder brauchst du das jetzt Ich hol's gerade noch gleich. nicht? Noch nicht. Du siehst ja, was ich hier mache. Von innen Ja, ich wahrscheinlich seh's. auch, ne? Sieht sehr gut aus, ja. Ich mache jetzt erstmal nur rein rot. Und ich würde sagen, also eigentlich wird das hier mein Thumbnail. Das ist ja eine Weihnachtsfolge. Und das Drohnenmassaker-Knödel-Thumbnail. Oh, die Drohne kommt schon wieder zurück. Oh, hier sind zwei Drohnen, die hier patrouillieren übrigens, ne? Ach, okay. Ja. Wir haben uns, glaube ich, einen guten Platz ausgesucht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Knarre aufs Dach kommt. Oh, sie kommt auch. Hol sie dir. Au, 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 au. Ich muss nachladen. Das ist das Problem gerade. Oh. Die beschießt mein Schiff. Und mich? Ich brauche Hilfe. Komme. Weil ich habe nur eine blöde Pistole. Ich habe nur 8 Schuss für die andere. Und der hat einen Ziemlich. Ach Laser da. hier. Danke, ich hätte jetzt. Bitte. Da hat Weil uns hier ein mit. Loch reingeschossen, die Ja, weil Sau. mit dem anderen Ding habe ich nur 5 Schuss oder was. Mit dem Schnellfeuergewehr. Macht natürlich überhaupt gar Okay. keinen Sinn dann. Ich würde 5 jetzt auch Schuss das. Schnellfeuer! Ich würde auch das Tool jetzt nehmen, wenn du es für mich hast. 1, 2, Ach, 3, das Tool, 4, ja, 5, klar, 6, hier. Pass 7. auf. Einebenenladung und. Nee, das Tool habe ich nicht. Ich habe aber die beiden Aufladungen. Oh, scheiße. Ich habe zwei gelbe Sachen gesehen. Ich dachte, das wäre das Okay. Tool. Nee, gut. Ich hoffe nicht, dass es Ah. schief ist. Das fülle ich dann, das füttere ich dann noch unter nachher. Ja, die werden ja Da, wohl da da, nicht, die werden ja da wohl nicht, ne? So, okay. und Wie machen wir das denn jetzt am besten hier? zack, zack. Energie. So, wir haben Energie. Eine kleine Treppe haben wir nicht. Ne, okay, dann baue ich hier auch demnächst nochmal einen Aufzug in den Keller. Ich guck mal, was die Drohne so dabei hatte. Da war noch eine zweite Drohne irgendwo. Ne? Viel schönes Zeug, wunderbar. Irgendwo war da noch eine zweite Drohne. Okay. Ich glaube, die Fenster machen das Ganze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das passt. Vielleicht hat die ja so 3, einen 4, Auf, 5, so 6, einen, 7. verdammt, wir haben hier einen direkten Blick, ne, auf die Alien-Basis, ne? Auf die Drohnenbasis, ja.
komme nicht mehr rein. Wir brauchen nochmal einen schrägen Block irgendwann. Du, wir haben wir doch. So ist nicht. Ist ja nicht wie bei armen Leuten, dass sie ja was keinen schrägen Block haben. 103 Stück. Wie viel hätten sie denn gerne? Super. Ein. Genau da. Genau da. Danke. Dann komme ich da wieder rein. So, erste Hilfestation läuft. Sauerstoff müssen wir, können wir mal nachtanken im Keller gleich. Eigentlich müssten wir noch so einen Querstreifen reinmachen, glaube ich, in weiß. Wo ist denn die Tür? Da ist die Tür, da ist vorne, da kommt Panoramafenster rein und dann kommt hier Constructor. Wenn es aussehen soll wie ein Geschenk. Ich hätte da ganz gerne gleich mal deinen prüfenden Blick, Herr offizieller Weihnachtsbeauftragter. Sehr gerne. Küche, so, Constructor ist da. Eine Schleife jetzt rein. Haben wir nicht gerade auf dem Dach, aber... Ach, das macht nichts. Da kommt bald andere Verzierung aufs Dach drauf. So sieht es von innen schon mal sehr gut aus. Ich glaube, so geht das. Ich mache jetzt mein Foto. Ach, super. Ja, ne, oder? Hat zwar unten was wie mit Augen oder so, aber ich denke mir, das geht für ein Geschenk durch, ne? Auf jeden Fall. Immer der falsche Knopf hier. Sehr cool. So, ich mach's von der, ja, so aus der Schräge. So, über Eck hier kannst du gut ein Foto machen, finde ich. Ja. Dein Raumschiff ist ein bisschen im Weg, aber das kriege ich geregelt hier. So. So passt's. Jetzt bist du im Weg. Also, Entschuldigung, aber. Nee, ich weiß nicht. Pack mal ein bisschen weiter weg hier. So. Oh, oh. Nein. Passt, das war nur der Außenspiegel, der reinhing. Ja. Frohe Weihnachten. Merry Christmas. Und es schneit sogar. Funktioniert. Oh, ich habe keine Luft mehr. Hast du irgendwo Sauerstoff? Was? Hier im Raumschiff. Bei mir, meine ich. Warte mal, ich stelle mal schnell an hier. Warte mal, ich muss die I, Y. Kannst du? Ja, ab, danke. Was machst du denn auch? Gut, du nimmst ja auch immer den Helm runter, ne? Nein, das war jetzt nur Sauerstoff. Das ist die Drohne. Kannst nochmal Sauerstoff schnappen, sonst. Super, wir können auch drin machen. Hast du Strom ausgemacht? Ich brauche mich auch kurz Luft. Hä? Komisch. Habe ich nicht. Merkwürdig. Ein Treibstofftank ist leer. Wo? Der linke. Meiner? Ja, jetzt ist er wieder voll. Also einer ist drin. Achso, ich bin jetzt drin, ich mache da jetzt mal Sachen rein. Ne? Okay. Haben wir denn hier schon Sauerstoff und Energiezellen? Nee, ne? Nee, Sauerstofftanks fehlen noch. Also Tanks sind unten drin. Wir müssen die nur noch füllen. Alles klar, das ist das geringere Problem. T. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, ich mach sie mal komplett voll, was soll's. So, okay. Und genau. Energie. Boah, echt, die großen? Klar. Du weißt, dass wir regelmäßig wieder herkommen müssen, ne? Ich weiß nicht, ob der Planet auch läuft, wenn beide weg sind, ob die den dann nicht anhalten. Ich brauche dringend Sauerstoff. Ich komme hier nicht raus, weil du keinen Fahrstuhl gesetzt hast. Das ist das Problem. Ich bin Jetpack. Komme ich nicht hoch. Jetpack an und dann... Eben zweimal versucht, weil ich blind... Die Tür geht immer wieder zu. Okay, warte. Das mit der Luke ist scheiße. Ich werde sterben jetzt hier. Wie so, dann hast du einen Aufzug. Und jetzt, wenn du jetzt in den Aufzug reingehst und dann nach oben drückst, dann müsstest du... Das ist... Ja, da kommen noch zwei Aufzugsblöcke rein. Ich habe da oben schon ein bisschen was vorbereitet. Du hast auch 12 Aufzugsblöcke mitgenommen. Nee, ich hatte nur vier Stück hatte ich nur mit. Echt? Okay. Ja. Aber ich kann noch zwei bauen. Guck mal, alles gut hier. So. Material haben wir gar nicht mitgenommen, ne? Nee. Aber wir könnten ja in der nächsten Folge uns mal, die Drohnen angucken. Was hältst du davon? Ja, sehr gute Idee. Konstruktor läuft ein. Haben wir eine Kiste irgendwo? Nee, haben wir nicht, ne? Nee, ich habe gerade geguckt, wo ich die baue. Soll ich die einfach in die Zwischendecke setzen? Dann können wir von unten und von oben dran. Ja, cool. Das ist eine Idee, ne? Ja, super Sache. Setze ich die einfach mal mitten rein hier. Kuckuck. Dann probiere ich das gleich mal aus, ob es geht. Weil dann kann zack, ich ja die Hüllenblöcke kann ich da ja reinpacken dann. Ja, super. Perfekt. Dann können wir hier noch ein bisschen weiter ausbauen mit Hangar und so. Hm? Mhm. Flakgeschütze aufs Dach.
Eisenbarren packe ich? Nee, wenn dann überhaupt in den Konstruktor. Wo ist der denn? Ach, oben, ne? Ja. Okay. Den halben du, Raum wir aus. Sind bei 29 Minuten jetzt. Heide Witzka. Ich würde sagen, wir verabschieden uns mit einer, mit dieser speziellen. Ach, so sehen die jetzt aus? Ist das einer oder wie viele sind das? Das ist einer, ja. Nein. Doch. Das ist ein Konstruktor. Der Klumpen, 4x4. Der ist aber hässlich. Nee, 2x2. Der ist aber ja. Echt hässlich geworden, oder? Finde ich auch. Okay, naja, gut. Ja, kann er nichts für, ne? Er muss ja damit leben. Er kann ja nichts für, nein. Nee. Der Arme. Ja, so sieht's gut. Aus. Dann habt noch ein schönes Weihnachtsfest. Genau. Und wir sehen uns am zweiten Weihnachtstag hier wieder dann. Genau, genau. Richtig. Ja, dann könnt ihr mal berichten, wie es bei euch so gewesen ist. Gerne. Macht das. Wir tun das dann auch. Allerdings erst dann später, weil wir müssen ja auch erstmal Weihnachten haben. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das noch nicht gegeben. Okay, bis dann. Doch. Was? Klar, bis wie dann doch? Nee, was doch? Überraschung. Okay, tschüss.